Hallo und schön, dass du dabei bist für einem neuen Video von mir. Ich habe hier ein DM-Päckchen vor mir und hier sind auch ein paar Neuheiten drin und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Ja, beginnen wir gleich mit einer Neuheit und zwar von Balea in Duschgel. Das ist das Glücksmoment mit zart blumigen Duft und ihr wisst ja, neue Duschgels von Balea muss ich einfach testen. Ich weiß nicht, Balea ist halt so, wenn es da was Neues gibt, das nimmt man halt einfach mal so mit. Ja, ich muss zu Neuheiten immer greifen, vor allem mit so einer süßen Verpackung. Und bei so extrem süßen Düften bekommt das immer meine Tochter. Und ja, das wird auch zu meiner Tochter wandern, denn das duftet schon extrem süß. Also ich hätte das jetzt nicht gedacht, da eher so blumiger Duft, das geht meistens noch ganz gut. Aber das riecht für mich schon wirklich nach Zucker, Bonbons, Süßigkeiten etc. Auf jeden Fall ein richtiges Duschgel für Kids, finde ich zumindest. Ich mag es ja trotzdem so ein bisschen frisch und saubere Düfte zu verwenden. Vor allem so bei Duschgels sage ich ja eh danach gerne immer einen Bodyspray. Verwende aber bei den Duschgels von Balea, muss ich aber auch ehrlich sein, der Duft verfliegt sowieso. Nachdem du das wieder abgewaschen hast, von dem her ist es eigentlich relativ egal. Ja, ist auf jeden Fall nicht unbedingt mein allerliebster Duft. Kommen wir zu einem Produkt, das ich unbedingt austesten wollte und das auch ziemlich neu ist. Und zwar ist das von Balea Beauty Expert Calming Serum mit 0,3% Ceramidkomplex, 3% Omega. Fettsäuren mildert Hautirritationen und regeneriert die Haut. Wenn man der Werbung Glauben schenken mag. Und es ist auf jeden Fall parfümfrei, was mich schon auf jeden Fall sehr freut. Und ich weiß nicht warum, ich liebe es irgendwie so sehr zu testen und zu verwenden auch. Und ich würde sagen, wir packen das gleich mal aus. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so eine cremigere Konsistenz ist. Riecht nach nichts, das freut mich auf jeden Fall schon sehr. Ist ja auch parfümfrei, aber oft riecht man da doch mal ab und an mal was raus. Und ich bin gespannt, bei Balea Seren, die so von der Konsistenz sind, die bekomme ich immer so schwer mit der Pipette raus. Ich bin gespannt, ob das jetzt bei diesem Produkt auch so ist. Die sind halt einfach dann irgendwie, meiner Meinung nach, ein bisschen zu dickflüssig, um die so mit einer Pipette rauszubringen. Ja, ich würde sagen, es ist gerade an der Grenze, aber wenn da ein bisschen Luft dazu kommt, ist es meistens so, dass das Produkt dann ein bisschen austrocknet und dann bekommt man das noch schwerer raus. Also ich würde das jetzt echt nicht als Serum einschätzen. Das ist für mich total wie eine Creme. Das ist für mich wirklich wie eine Creme. Ihr könnt das, glaube ich, selbst auch hier jetzt so sehen, dass das eher cremig als flüssig ist. Auf jeden Fall total pflegend und fühlt sich an wie eine Babyhaut. Ja, werde das auf jeden Fall austesten und euch spätestens, allerspätestens in einem aufgebrauchten Video davon berichten. Bleiben wir gleich bei den Neuheiten, würde ich sagen. Und ich habe mir die neue Mascara von Essence geholt. Und zwar ist das die hier. Die ähnelt so ein bisschen der Sky High Mascara von L'Oreal Maybelline. Zumindest so ein bisschen vom Design her. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das ein Gummibürstchen ist. Soll für Volumen sorgen und ist auf jeden Fall nicht wasserfest, was mich eigentlich gar nicht mal mehr so stört. Denn es ist halt einfach so, dass man nicht wasserfeste Mascara einfach um einiges einfacher abbekommt und ja, ist in der Farbe 01 Ultra Black. Und es ist ein Gummibürstchen. Juhu! Ich weiß nicht, ich liebe es einfach Gummibürstchen zu haben bei Mascaren. Ich habe immer das Gefühl, das trennt die Wimpern ein Tick schöner und sieht dann nicht so fliegenbeinmäßig aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, auch auf die hier bin ich schon sehr gespannt. Und falls du sie schon zu Hause hast, schreib mal in die Kommentare, wie du die so findest. Weiter geht's mit einer Neuheit von Essence und zwar haben die einen neuen Liner Pen rausgebracht und ich muss eigentlich, ehrlicherweise sagen, ich verwende zurzeit überhaupt keine Eyeliner mehr. Ich mache das alles immer mit einem dunkelbraunen bzw. schwarzen Lidschatten, dass ich mir hier so ein bisschen einen Wing
ziehe oder auch halt ein bisschen den Wimpernkranz damit verdichte und greife eigentlich in letzter Zeit gar nicht mehr zu Eyeliner, aber trotzdem möchte ich den hier ausprobieren, denn der ist neu und ja, irgendwie habe ich wieder mal Lust, Pens auszuprobieren, denn mit denen kann ich eigentlich eher schwer umgehen. Wenn ich schon Eyeliner verwende, dann meistens dieser Pinsel und nicht die Pen. Ich kann jetzt nicht lesen, dass der hier wasserfest ist, aber wischfest. Keine Ahnung. Er malt auf jeden Fall sehr präzise. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Pens etwas schneller eintrocknen. Aber ich werde es auf jeden Fall testen. Dann konnte ich es einfach nicht lassen. Ich musste mir nochmal ein abgestecktes Make-up von Evelyn besorgen. Ich habe da immer ein bisschen Bedenken, dass die vielleicht das Produkt aus dem Sortiment nehmen. Und ich bin total zufrieden mit dem hier. Ich kaufe in letzter Zeit nur mehr diese Make-up Schwämme von Evelyn, aber die halt mit der abgesteckten Seite, die sind einfach unglaublich gut. Um den Preis müsst ihr da unbedingt zugreifen, bevor die wieder das Produkt ändern. Und ja, ich habe immer irgendwie so das Gefühl, dass die meisten tollen Produkte aus dem Sortiment wieder nehmen und das ist immer sehr, sehr schade. Ich habe den jetzt in Nude zu Hause, in Schwarz und jetzt auch noch so einen Altrosa. Und ich habe auch gesehen, dass Evelyn neue Aufbewahrungseier hat. Nicht mehr in Schwarz, sondern in Weiß und Rosé oder Weiß-Gold. Unglaublich schön. Ich war schon fast an der Versuchung, mir einen zu holen. Wer weiß, vielleicht mache ich es noch. Dann habe ich bei meinem letzten DM-Haul schon erwähnt, dass ich mir den neuen Contour Stick von Catrice nochmal nachkaufen möchte. In einer etwas helleren Farbe. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich zum Herbst, Winter hin wieder sehr hell werde, meine ganze Sommerfarbe verliere. Und bevor die auch das Produkt wieder aus dem Sortiment nehmen, habe ich mir gedacht, ich bestelle mir gleich nochmal nach in einer etwas helleren Farbe. Das ist der Catrice Magic Shaper. Auf der einen Seite Kontur, auf der anderen Seite Highlighter. Und ich glaube, ich habe jetzt über ein Jahr lang nur davon geredet, dass es viel, viel zu wenig Contour, Creme-Contour-Produkte in der Drogerie gibt. Und ein Jahr später, tada, erfinden sie alle Creme-Produkte. Endlich, ja. Spät aber doch. Das ist jetzt die Farbbezeichnung 020 Medium und ich hole jetzt schnell den, den ich mir beim letzten DM-Haul besorgt habe. Genau, hier sieht man ja eh keinen Unterschied. Das ist einfach die Farbbezeichnung 040, um einiges dunkler. Und ich würde sagen, ich swatche euch beide nochmal nebeneinander, damit ihr einfach auch sehen könnt, was da für ein Unterschied ist. Das ist die Farbe 020, das Konturprodukt und der Highlighter. Dann noch der Konturstick in der Farbbezeichnung 040 und der Highlighter. Dann habe ich mir ein Produkt nachgekauft, das ich unbedingt nochmal haben wollte und eigentlich bei mir jetzt auch schon wieder leer ist. Und zwar habe ich mir von Catrice den Plump It Up Lip Booster nochmal nachbestellt mit Menthol. Und zwar ist das die Farbbezeichnung 060 Real Talk und ich liebe den so sehr. Ich trage ihn auch jetzt, aber wie gesagt, es ist nicht mehr viel drinnen. Von dem her bin ich jetzt echt froh, dass ich mir den wieder nachgekauft habe und eigentlich sollte ich mir da noch ein Backup nach Hause tun. Der hat nämlich wirklich so eine wunderschöne Farbe und ist einfach perfekt für Nude Lips. Und da mir der so gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, ich probiere noch einen anderen aus, denn die hier sind jetzt neu und zwar ist das von Catrice der Max It Up Lip Booster Extreme. Hot Plumper in der Farbbezeichnung 020. Psst, I'm hot. Und zwar ist das so eine etwas rötlichere Farbe. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob das sehr eingefärbt ist. Auf jeden Fall ist der Applikator um einiges schmäler. Und ja, es ist auf jeden Fall eine fast transparente Farbe. Hat einen leichten Rotstich, aber mehr ist das nicht. Den Applikator finde ich auf jeden Fall ein bisschen angenehmer als bei dem hier, denn hier ist er extrem dick. Aber ich bin mit denen echt total zufrieden. Der brennt jetzt irgendwie ganz leicht auf den Lippen. Hitzebooster. Hot Plumper. Aufpolsternder Lipgloss mit einem wärmenden Effekt. Okay, ich glaube, das Produkt muss man auch mögen, denn ob es dann im Endeffekt zu viel aufpolstert, weiß ich nicht. Aber ich habe da jetzt auch noch den anderen darunter. Also von dem her kann ich jetzt noch nicht
allzu viel sagen, aber wie gesagt, ich teste die Produkte immer gerne aus und gebe euch dann gerne mal eine DM-Haul-Review. Also vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Lasst mir auch gleich ein Like und einen Kommentar da. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Des Weiteren habe ich endlich mir den M. Assam Contour Stick geholt. Denn der ist bei uns, zumindest in der Drogerie, neu. Ist mit Hyaluron und wie gesagt, ich habe lange darauf gewartet. Und jetzt plötzlich bringen sie alle Creme-Contour-Produkte raus. Ich habe mir den jetzt in der Farbe Light Medium geholt und oh mein Gott, diese Verpackung, wow. Ich liebe es jetzt schon. Der riecht auch noch so gut. What? Cream Contour Stick. Amazon Magic Finish Cream Contour Stick. Ist ein 3-in-1 Produkt, weiche, cremige Textur, optimales Verblenden, konturierter Look, seidig mattes Finish mit mittlerer Deckkraft. Ja, und ich muss den jetzt mal auf meinen Handrücken swatchen. Der geht schon eher ins Rötliche. Übrigens, dieser Lip Booster brennt noch immer. Kannst du dir so vorstellen, wie wenn so ganz leichte Nadelstiche, ganz eigenartig. Ich swatche jetzt noch nebenbei den 020er Contour Stick von Catrice. Einfach mal, damit ihr einen Farbunterschied sehen könnt. Das ist jetzt der von Catrice und hier oben, der ist von M. Assam. Und ja, hier kann man auf jeden Fall auch gut sehen, dass der ein bisschen ins Wärmergehende, also ins Rötliche gehende ist. Mal sehen, wie das dann so im Gesicht funktioniert. Aber der von M. Assam ist auf jeden Fall um einiges cremiger. Dann habe ich mir oldschool ein Duschgel von Balea geholt. Und zwar gibt es das schon total lange. Aber es wird immer sehr, sehr hoch in den Himmel gelobt. Und ich habe sehr, 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 sehr trockene Haut von der vielen Sonne leider. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich greife jetzt mal zu diesem Ölduschgel. Bin gespannt, ob das mir auch von der Anwendung her gefällt. Diese ölige Konsistenz, es ist ja auch schon sehr flüssig, wie man sehen kann. Ja, für sehr trockene Haut, für geschmeidige und intensiv gepflegte Haut mit pflanzlichen Ölen. Ja, hier ist 70% Ölanteil mit drinnen. Mal sehen. Dann konnte ich es einfach auch nicht lassen und habe mir so eine Massagebürste geholt. Und zwar kamen die für, egal, für den Kopf, für die Haut, für den Körper, für alles Mögliche anwenden. Und die sind ja auch total gehypt gerade. Ja, egal jetzt ob Beine, Bauch, Po, überall kann man die einfach anwenden. Da so eine, ich würde sagen, das ist so ein leichter Peeling-Effekt mit einer Massage noch mit dabei. Und ja, ich wollte das einfach haben. Dann habe ich noch ein Haushaltsprodukt und ich habe hier so ein Überraschungssäckchen mit dabei. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ganz unspektakulär WC-Reiniger. Ich weiß nicht warum, aber ich bin mit keinem einzigen WC-Reiniger zufrieden. Entweder zu viel Chemie, zu komischer oder eigenartiger Duft. Jetzt probiere ich es mit dem hier. Der ist auch ganz neu und ist eine Gelformel. Und jetzt so vom Duft her, was ich rieche, riecht das sehr, sehr, sehr gut. Ich bin da ein bisschen empfindlich, was so Düfte betrifft. Ja, und auf jeden Fall steht hier auch drauf, dass das für stark gegen Kalk, Schmutz und Rinnstein ist. Und genau für das möchte ich es halt auch haben. Zu guter Letzt schauen wir da hier in dieses Überraschungssäckchen rein. Hier ist mit drinnen einmal von Claro Waschmittelpulver. Dann, oha, Toilet Tabs, und zwar alles, was halt so plastikfrei und natürlich ist, ist sehr beliebt. Und auch ich bin überzeugt davon, dass die Produkte auch funktionieren können. Man muss sich halt ein bisschen durchtesten, was für wen am besten ist. Aber ich liebe es auch, zu so Produkten zu greifen. Wenn es mir möglich ist und es gut funktioniert, greife ich natürlich auch lieber zu umweltfreundlichen und natürlichen Produkten. Dann habe ich hier eine Hand- und Nagelcreme von Alverde Naturkosmetik Bio Calendula Bio Aloe Vera für normale Haut. Perfekt jetzt für die kalte Jahreszeit. Dann ein Classic Geschirrspültabs von Claro. Und zu guter Letzt, und über das freue ich mich richtig, denn so etwas verwende ich sehr gerne, und zwar Kalklöse Essenz Essig von Frosch. Frosch Produkte mag ich ja
total gerne. Und da wir doch sehr kalkhaltiges Wasser haben, verwende ich solche Produkte immer sehr gerne, vor allem wenn sie auch noch so natürlich sind wie die Froschprodukte. Meine Lieben, wir sind durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken, zu abonnieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.